Da war noch eine Tür, die nicht aufging. Die geht wahrscheinlich jetzt auch nicht auf. Wir gucken uns ein bisschen um hier. Das Ding ist, wir haben jetzt die ganzen Gegner wieder am Arsch. Ja, wir gucken uns einfach nur ein bisschen der Welt um, ne? Dann gehen wir mal hier ein Stück zurück, dann holen wir unseren Freund da, der mit uns diesen Köder kaputt macht. Und weggeballert, komm. Scheiße. Der ballert mich gleich weg. Okay, warum kommt denn jetzt da ein zweiter noch? Man kann mit L2 auch einen starken Attack machen, sehe ich gerade. Geh mal weg, Mann! Hilfe! Okay, ich hab... Na komm, na komm, na komm! So. Einfach mal, nochmal auf den Nischel. So, hier liegt übrigens auch noch ein Item. Naja, haben wir genug von. Nochmal diese Heilpille. Vielleicht können wir jetzt mit dem Typen reden oder so. Oder vielleicht müssen wir den jetzt da durchführen vielleicht. Vielleicht müssen wir den jetzt mitnehmen oder so. Kann es das vielleicht sein? Dass wir quasi ihn da durchführen müssen. Na, er geht aber hier wieder zurück. Was? Wir können ihn auch töten? Dann töten wir mal. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ob dann vielleicht irgendwie eine Mission kaputt ist. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Ne? Warum nicht alle Eventualitäten ausprobieren? Na komm. Ach Mann, ey. Ich bewerf dich gleich mit dem Molotov-Cocktail. Na komm. Und dann. Zack, nochmal auf den Nüschel. Und nochmal einen hinterher. Der hält aber echt viel aus. Na komm. Ich weiß nicht, ob ich mir gerade irgendwie was verbaue. Der hat uns ja auch geholfen, aus irgendeinem Grund. Ja, und er gibt uns auch nichts. Okay. Ha. Ich gucke nur mal dahinter. Ob da irgendwas ist. Irgendwas. Ja, ansonsten gab es ja wirklich so ein paar Türen, die tatsächlich nicht aufgingen. Also 1, 2, glaube ich. Vielleicht haben wir auch einfach hier an der Seite noch einen Hebel übersehen. Aber da stünde ja sonst nicht, ja, Logs from this side. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Hm. Genau, ein Parting Shot, das geht auch nicht, ne? Nee. Notebook. Ja, hm. Dann kann ich halt diese Dinger hier machen, was man halt kennt, ne? Was geht mit dem Notebook? Ja, keine Ahnung. Wir laufen mal ein Stück zurück noch. Vielleicht gibt es ja da noch was. Gucken wir auf der Uhr, wie lange wir noch Zeit haben. 11 Minuten haben wir in etwa noch, bis der Zugang quasi gesperrt wird. Und ja, wir erst am Freitag wieder rein können. Vielleicht mit einem neuen Teil oder so. Das gucke ich mir. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht auch einen Stream machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also müssen wir halt mal gucken, ob es neues Zeug gibt. Wenn nicht, müssen wir natürlich nicht nochmal hier alles durchspielen. Das wäre ja Quatsch, ne? Das wäre ja Quatsch. So, ich guck mal an die Seite nochmal.
da irgendwas Neues hinzugekommen ist oder ob irgendwas aufgegangen ist. Read Notes. Mach ich mal. Oh, unknown thing. Ja, okay. Hier ist nichts Neues. Dann können wir auch die Abkürzung nach unten nehmen, theoretisch. Können wir ja runterspringen. Können wir mal gucken, ob es einen Sprungangriff gibt. Jo, gibt's. Sehr schön. Au, au, au. Da wollen sie mich umhauen. So. Okay, geh weg. Jawohl. Ich zermürbe ja alle mit meinem Hammer. Okay, okay, okay. Komm, ja. Naja, der ballert das schon echt gut weg. So alles. Blood Rail. Da hinten ist ja noch eine Tür. Vielleicht geht ja die jetzt auf oder so. Hier sind keine Türen. Ich habe auch nicht so viel gefunden, Nanook. Gibt's irgendwie was noch? Man weiß es nicht. Samstag, Neosbahnhof. Ja, Go-Karten. Yay. Okay. Da hinten ist auch nichts Neues. Ist ein bisschen schade, dass ich nicht so ein Endscreen habe. Ehrlich gesagt, so einen kleinen Endscreen ermottet. So. Wumms, wumms, wumms. So, da ist noch ein Item. Da ist so der Kerl hier. Ups. Und wups. Und nur ein Pebble. Hatten wir ja schon mal. Merke ich mir aber alles nicht. Vielleicht ist ja irgendwo noch eine Tür aufgegangen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht einfach... Ja... Sie wollten nicht schreiben, ist Ende. Deswegen. Vielleicht. Haben sie... Ah ja, tot. Okay. Der Boss ist down. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall nochmal am Anfang. Und... Können uns da noch umschauen. Also, ich weiß ja nicht, ob der Boss-Kill jetzt irgendwas hervorgerufen hat. Tür XY aufgemacht hat oder so. Man weiß es nicht. Find mal raus. Finden wir vielleicht auch nicht raus. Wir haben noch 7 Minuten. Dann ist die Beta, die Alpha erstmal für heute beendet. Ja. Ja, vielleicht haben sie einfach das nicht gemacht. Du bezweifelst es? Oh, na, dann bin ich dabei. Ja. Ja. Im Stripclub. Frankfurter Stripclub. Nee, Frankfurter. Achso, Frankfurter Allee. Ja. So. Ja, ne? Was machen wir jetzt? Ist hier unten vielleicht was aufgegangen? Gucken wir mal hier runter. Da sind wir im Prinzip auch schon lange nicht mehr gewesen. Okay, so. Da war Sackgasse. Aber da vorne war eine Tür. Die Tür ist weiterhin zu. Und da sind wir auch nicht hingekommen, ne? Locked. Ja, locked. Aber hier ist auch kein Hebel davon, ne? Racks of Blood. Ja, hier ist kein Hebel, damit wir die aufmachen können. Von daher, Ja, man kann doch irgendwie gar keinen beschwören oder so. Das kommt vielleicht später alles, dass man irgendwelche Leute beschwören kann. Da gab es ja auch noch so eine... Ah, hier auch noch. Aber da sind wir auch nie gewesen. Das ist der Friedhof, glaube ich. Das sah bei uns ein bisschen anders aus. Ja, vielleicht gibt es noch eine extra PvP, Alpha oder Beta. Das war ja bei Dark Souls halt auch so. Da haben sie extra aufgerufen, hier, macht mal ein bisschen PvP. Oder macht mal Koop. Vielleicht wird das alles noch kommen, da kriegst du bestimmt das Item dann. Und das wollen sie wahrscheinlich jetzt erstmal nur den PvE-Teil testen. Nehme ich mal stark an. Ah, man kann doch ein bisschen schneller, kann man. Nicht so ganz übertrieben wie in Dark Souls 2. Aber doch schon ein bisschen schneller hochlaufen. Okay, dann gucken wir mal hier lang. Das war ja, da waren wir ja auch gerade unterwegs. Und dann töten wir noch ein paar Leute hier. Können dann die Waffe ein bisschen austesten.
Oder warte, wir machen es mal so. Die letzten 1-2 Minuten nehmen wir noch eine neue Klasse. Und testen uns da noch ein bisschen vor. Das können wir ja ganz gut machen. Wir haben ja bisher jetzt wirklich alle getestet. Zumindest fast alle. Ja doch, den Agilen haben wir gemacht. Den Standard haben wir gemacht. Den Fetten haben wir gerade gemacht. Und jetzt haben wir noch einen mit so einer Morph-Axt. Der hier, den haben wir noch nicht gemacht. Der hat eine Pistol und eine Heavy Axe. Und dann können wir den mal noch schnell machen. Mal gucken. Ach ja, hat eigentlich jemand eine Idee, warum mit der Glock? Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch schon das Öftere mit der Glock geläutet. Auch nach dem Endbosskampf habe ich mit der Glock geläutet, aber das hat kein Schwein interessiert. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das das Beschwörungsding. Vielleicht machen sie das als Beschwörung. Dass man mit der Glocke läutet, dann vielleicht so ein, weiß ich nicht, dass dann irgendeiner joinen kann oder so. So, die Axt. Die Morph-Axt. Habt ihr, glaube ich, schon auf der E3 gesehen. Joa. Dann zeige ich dies die mal noch kurz an der Stelle. Haben wir jetzt einmal hier die kleine Axt, die wir jetzt ausgerüstet haben. Ah, scheiße, Feuer ins Gesicht gekriegt. So. Ja, mit dem Hammer bin ich schon... Den Hammer finde ich geiler. Naja, vielleicht ist ja auch die große Axt so eine Art Hellebarden-Axt geiler. Das weiß man ja nicht. Ja. Okay. Hat das seinen Schrei abgelassen? Wer auch immer das war. Das klingt wie die BSE-Raben da. Weiß ich nicht. So, Quicksilver. Haben wir auch eine neue Pistole, glaube ich, ne? Ne, ist auch nur eine Pistole. Ja. Bin auch sehr doof wieder. Trifft wieder Dreieck. Oh, ja. Das Ding ist auch nicht schlecht. Oh. Stimmt, ich habe das Ding ausgefahren, da geht das nicht. Ja. Also, das lange Ding. Könnte mir fallen. Ist auch ganz schlagkräftig hier. Haut zumindest ordentlich rein. Trifft man viele Gegner. Schon nicht schlecht. Ne? Ah, scheiße. Ja, wir sterben, glaube ich, gleich, oder? So, wir heilen uns, bevor wir uns sterben. Einfach mal ein bisschen Remi-Demi machen hier noch. Na, komm. So. Oh, jetzt. Oh Mann. Komm, komm, komm. Na komm. Hör auf. Alles klar. Ja, hier hinten waren wir ja auch schon irgendwie. Da haben wir ja auch einen Shortcut freigeschalten. Ja, das war quasi der erste jetzt hier. Ne, den haben wir gar nicht freigeschaltet. Stimmt, das war nämlich das Ding, ne? Oder? Den haben wir gerade mit dem Hammer nicht freigeschaltet. Der hat man vorher irgendwie mal gemacht. Aber gerade glaube ich nicht. So, wir haben nur Soul Blood Rails. Das ist ein bisschen doof. Also, so lang überleben wir glaube ich nicht mehr. Habe ich das Gefühl. Aber läuft ja eh nur noch 2-3 Minuten. Dann ist ja eh Ende. Alles klar. Bumm. Einfach nochmal ein bisschen rummetzeln. Die Waffe ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumtesten. Da läutet die Glocke. So. Der ist wenigstens down jetzt mit 2 Schlägen. Und ich finde partout kein Zeug. Und da liegt schon ein Item. Ja, wie kommt man da hin? Weiß ich nicht. Also da scheint von der anderen Seite schon was zu sein, aber wir waren da nicht. Das ist ein bisschen komisch. So, Blood Vial. Und da ist der Ex-Hund wieder, ey. Weg! Ich hasse Hunde, ey. Also jedes Mal. In jedem komischen Spiel. Oh. Ja, und ein Schuss von hinten. Schön.
Dann würde ich sagen, nehmen wir das als Anlass. Es ist 21 Uhr, liebe Freunde. Die Plattborn Alpha läuft jetzt sowieso nicht mehr ganz so lang. Müsste jetzt eigentlich in dem Moment fast abgeschaltet werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Morgen gibt's, denke ich mal, noch was. Schaut auf jeden Fall bei YouTube und auf Facebook vorbei. Da gibt's dann immer neue Sachen zu neuen Livestreams. Und da bleibt auf dem Laufenden, was wir die Woche so ein bisschen vorhaben. Wir müssen nämlich ein bisschen aufnehmen. Monster Hunter kommt, Monster Hunter 3 Ultimate oder 3 Ultimate für die Wii U. Der Dark Souls 2, der dritte DLC kommt, vielleicht am Freitag, vielleicht morgen, man weiß es nicht. Müssen mal gucken, wie wir es machen direkt. Und ja, solche Sachen kommen. Jetzt haben wir hier schön Bloodborne noch gezockt. Und ja, ich danke auf jeden Fall, dass ihr zahlreich zugeschaltet habt und zugeschaut habt. Da bedanke ich mich auf jeden Fall sehr für. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es ist 21 Uhr. Wir machen jetzt Essen und ja, sehen, was ihr jetzt macht. Ja, falls ihr nicht vielleicht alles entdeckt habt, ich muss mal gucken, ob ich, also nicht alle zugeschaut habt und vielleicht später dazugeschalten habt, dann müssen wir gucken, ob wir das auf YouTube auch veröffentlichen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Muss ich nochmal separat nachfragen, ob wir das dürfen. Und dann, ja, ne, bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal. Wir sehen uns. Macht's gut und schönen Abend bis dahin. Ciao, ciao.